Harry Nico. Ja, meine Freunde, wir werden gleich über den Wechsel von Justin zum BVB sprechen. Auch noch so ein, zwei Meinungen, sage ich mal, von mir in Sachen des Transfers, gerade über Vertragsverlängerung, diese ganze Geschichte. Wir reden darüber nach dem Intro. Hi, Real Nico. So, Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Nico. Mach weiter so. Ja, Freunde, bevor das Video jetzt richtig losgeht, möchte ich natürlich auch einmal kurz sagen, wir sind natürlich heute live zum Testspiel. Ich denke, so zwischen 2, halb 3, die Ecke rum werden wir live kommen. Ich hoffe, ihr seid dabei und hier auch schon mal vorweg Glückwunsch an den BVB. Starke Scouting-Arbeit hier getätigt und ja, man sollte Talenten auch einfach mal eine Chance geben. Jetzt viel Spaß beim Video. Natürlich möchte ich an erster Stelle erstmal an Justin diese Botschaft schicken und ihm ganz, ganz viel Glück wünschen beim BVB in der dritten Liga. Ich hoffe, dass es für ihn so laufen wird, wie er sich das vorstellt. Ich hoffe natürlich auch aus Werder-Sicht heraus, aus dem Werder-Herz heraus, dass er nach der Leihe schon zurückkehren wird, auch wenn das ungewiss ist. Hier auch nochmal das Grußvideo von Justin, was wir zu Weihnachten von ihm bekommen haben, kurz vor Weihnachten. Harry Nico, ich wünsche dir und deiner Community schöne Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ja, und an der Stelle kann ich einfach nur noch mal sagen, so wie er uns frohe Weihnachten wünscht, wünsche ich ihm jetzt eine frohe Zeit, gute, glückliche, gesunde, verletzungsfreie Zeit vor allen Dingen beim BVB. Ich hoffe, dass das Ganze ja am Ende, wie gesagt, so läuft, dass Justin zu uns zurückkehren wird. Das wäre, glaube ich, für uns die beste Situation oder die beste Möglichkeit. Am Ende haben wir hier einen Spieler, der in 18 Spielen 20 Score erzielt hat, 14 Tore davon. Ja, das ist natürlich wirklich ein guter Junge. 21 geworden. Es kam natürlich so ein Stück weit, gestern kam ganz, ganz viel auf. Für die erste Reaktion war natürlich, warum holt man Talent und dann nur für ein Jahr und so weiter. Den Einjahresvertrag hat keiner so richtig verstanden gehabt. Man weiß aber auch nicht, was sind für Klauseln gewesen. Hätte er sich automatisch verlängert und so weiter. Letztendlich wurde dieser Vertrag ja wohl hinter geschlossenen Türen verlängert. Und eben um Justin jetzt auch verleihen zu können. Ich weiß aber nicht, ob die Verlängerung unbedingt was mit der Leihe zu tun hatte oder ob man vorher schon verlängert hat. Das kann ich euch nicht sagen. Das, was ich euch aber sagen kann, ist, dass ja, Justin jetzt zum BVB gehen wird wohl und das für eine Leihe plus Kaufoption. Das ist natürlich so ein bisschen das Problem bei der ganzen Geschichte, dass wir Justin hiermit auch längerfristig verlieren könnten. Es ist ein Stürmer, der pfeilschnell ist, dribbelstark und auch einen guten Abschluss hat. Läuft Spitzengeschwindigkeit bis zu 35 km/h. Das im Zentrum ist schon ganz, ganz wild, wenn man überlegt, bei manchen Außenspielern zählen die auch als, mit 32 km/h als schnell. Also Justin hat da wirklich ganz schön viel Power und ja. Schlussendlich können wir ihm eigentlich einfach nur ganz, ganz viel Glück wünschen. Das ist die Hauptsache, dass wir ihm viel Glück wünschen, dass er verletzungsfrei bleibt, dass er eine gute Zeit in Dortmund hat und dann hoffentlich eben schon zurückkehren wird und Dortmund nicht die Klausel ziehen wird. An so Transfers merkt man aber auch wieder, in welchen Regionen man diese Talente eben auch holen sollte oder wo man auch Talente entdecken kann, ne? Wenn Borussia Dortmund, auch wenn Justin hier erstmal für die zweite vorgesehen ist, aber die in der dritten Liga spielt, by the way. Ja, da diesen Transfers merkt man auch einfach, da musst du auch Talente mal holen und dann auch den Mut haben, diese Talente zu holen, zu fördern und dann auch zu bringen, ne? So, und das ist auch das, was mir bei Werder manchmal so ein Stück weit ein bisschen vielleicht fehlt. Also bei uns habe ich manchmal das Gefühl, dass die Talente nur bringen oder nur fördern, wenn man keine andere Wahl hat. Also so, versteht mich nicht falsch. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber nehmen wir mal das Beispiel Gruev, der eigentlich auch nur eine Chance bekommen hat, wo dann wirklich richtig Not am Mann war, wo man gesagt hat, wir müssen jetzt irgendjemanden ja auch auf die 6 stellen. Versteht ihr, was ich meine? Und das sind halt so diese Momente, wo ich manchmal denke, ah, ich hoffe, dass jetzt ja zum Beispiel mit Fabio Chiarodia jetzt anders machen, der jetzt auch in Anführungszeichen notgedrungen wahrscheinlich auf seine Chance kommen wird, aber ich hoffe, dass er die auch eben dann nutzt und ja, das. Ja, ihr könnt ja mal einfach mal eure Meinung dazu reinschreiben. Ich bin auch sehr gespannt später auf das Testspiel. Da werden wir natürlich dann auch auf die Talente gucken. Da werden ja auch einige eingesetzt werden.
Genau, und dann quatschen wir nochmal über das Ganze. Aber in erster Linie sollte hier die Grüße an Justin rausgehen und Glückwunsch an den BVB, die da ein sehr, sehr gutes Talent gescoutet haben und auch die Option auf eine Kaufoption haben, so wie es hier aktuell aussieht. Also, bis dahin, euer Nico. Ich denke mal so zwischen 2, halb 3, sowas um den Dreh, kommen wir live und dann talken wir.